Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir fahren heute mit Mert. Moin. Ja, kann schon mal losfahren. Das ist unsere neue Firmenlackierung. Beim Mert sieht man es bei den LKWs, wo kein Scania ist. Und bei mir mit Scania. Genau. Wir haben heute nur 150 Kilometer vor uns, deswegen fahren wir auch nach STVO heute. Und ja, wir haben 17 Tonnen Hühnerfleisch geladen. Genau. Je 60, ne, beachte. So 70. Genau, ja, wir fahren auf Pro Mods 1. Ja. Und wegen der Spedition, wir suchen immer noch Leute. Könnt gerne beitreten, wenn ihr wollt. Einfach dazu auf den Discord-Server kommen. Hey, war das bei dir grün? Ja. Bei mir jetzt erst. Ah ja. Ja. Ihr könnt auf den Discord-Server joinen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wenn ihr beitreten wollt, Spedition. Dann kommt gerne zu uns. Genau. Dann habt ihr auch chillige Mates zum Fahren. Eine ganz chillige Spedi. Genau, die Firmenlackierung sieht man jetzt nochmal. Und ich werde ja, am Samstag, wie schon angekündigt im letzten Video, werde ich live sein. Ab 20 Uhr. Ja. Ja, ich genau. Mit dabei sein. Hier nur 50, ne? Ja, und da werden wir auch ECS fahren und auch reden und so weiter. Hoffentlich noch auf der Pro Mods. Also 50, ja, wohl. Nächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und ja, nochmal sorry dafür, dass das letzte Video ein bisschen laggy war. Oder ein bisschen arg laggy war. In diesem Video sollte es eigentlich nicht mehr laggen. Hoffe ich zumindest. Ach, genau, rot. Immer geradeaus. Ja, jetzt sieht man vermehrt auch nochmal den LKW. Das ist, wenn man keinen Scania fährt, dann hat man diese Firmenlackierung. Jo. Ist ein bisschen anders. Einfach die Kanopie nehmen auf den Truck. Und dann einfach die Farben einsortieren. Wie lange ist denn die Ampel noch rot? Weiß ich nicht. Gleich kommt Kickdown. It's no joke. Ja, 3, 2, 1. Jetzt. Dann gehen wir wieder in Innenansicht. SE50. Ja, ja. Ah, 70.
80 sogar, 70. Ja, wir können eh nur 60 fahren. Ja, moin. ja. Stoker hat ja auch eine gute Fahrt. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt jo, nehmen. Bei dir auch. Nimm diese Ausfahrt. Ah, da ist wieder 80. Jo, aber wir können immer noch 60 fahren. Bitte rechts halten. Immer geradeaus. Sollen wir hier auf der Straße 90 machen oder 80? 80. Okay. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Firmenlackierung findet. Oder einfach oben rechts auf das i drücken. Da ist jetzt eine Abstimmung. Ja, von 1 bis 6 die Schulnoten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Wie ihr ja, die Firmenlackierung findet. Immer geradeaus. Und ja, wenn ihr ETS Spedi sucht, da ist der Speditions-Discord-Server auch unten in der Videobeschreibung. Mindestalter haben wir jetzt keines, man sollte halt ja, um die so ungefähr 12, 10, 12. Genau, also wenn man etwas jünger ist und sich normal benimmt, sage ich jetzt mal, dann kann man ja da auch schon was machen. Drücken wir mal ein Auge zu. Wir sind ja auch gleich schon da. Genau, wir sind jetzt in 25 Kilometer da. Ja, heute die Strecke war nicht lang, aber dafür sind wir nach STVO gefahren. Ja, könnt jetzt mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr öfters STVO Fahrten sehen wollt oder eher ja, Videos, wo wir mehr Strecke zurücklegen und nicht STVO fahren. Nimm diese Ausfahrt. Wie viele Kreise sind denn hier? Am
am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, jetzt haben wir noch 2 Kilometer. Nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Jetzt links. Biege nach links ab. Dann wieder in den Kreisverkehr. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir sind da. Jo. Ja, der Mert hat jetzt die einfache Variante genommen. Mit einparken. Wir nehmen die schwere Variante. Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.